WEACT ist ein junges, innovatives Unternehmen. Wir machen interaktive Teamwettbewerbe, wo wir versuchen, den Mitarbeitenden in Firmen und auch den Firmen selber eigentlich zu zeigen, wie sie sich nachhaltiger und gesünder verhalten können. Was natürlich auch einen positiven Einfluss hat auf die Unternehmenskultur und auf das Team als Ganzes. Was uns natürlich sehr freut, ist, dass unser Treuhänder das Jahr auch entschieden hat, hier dabei zu sein. Und sie sind schon sehr tatkräftig dran. Challenge macht sehr viel Spass. Was man macht, ist zum Beispiel zu Fuß zur Arbeit. Oder wir haben andere Mitarbeitende, die auch mehr mit dem Velo kommen. Mehr Früchte und Gemüse essen, mehr stehen, sich mehr bewegen. Das sind alles so Themen in diesem Bereich der Nachhaltigkeit. Das Ziel ist eigentlich sicher, dass man die Gruppendynamik nutzen kann. Nicht nur, um ein gutes Gefühl wirklich anzubringen, sondern langfristig auch eben das Verhalten ändern. Das soll eben auf der individuellen Ebene passieren, mit den Leuten, die teilnehmen an unseren Teamwettbewerben. Aber es soll natürlich auch mit den Firmen passieren, im Sinn von einer Unternehmenskultur, die halt mehr richtig Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. WEACT tut ja ihre Kunden dazu ermutigen und auffordern, ihren Lebensstil nachhaltiger zu gestalten. Und wir machen genau das Gleiche, einfach im Geschäftsalltag. Das heisst, wir versuchen, die Firmen zu motivieren, ihre Geschäftsprozesse nachhaltiger und papierloser und moderner aufzustellen. Und das geht Hand in Hand. Es gibt verschiedenste Lösungen. Ein sehr gutes Beispiel ist Abaclick, die Handy-App von Abacus. Die brauchen wir und zum Beispiel auch unsere Kunden die WEACT AG, um Spesen zu verarbeiten und das Spesenchaos so in den Griff gekriegt haben. Die administrativen Buchhaltungsthemen sind halt aus Erfahrung, brauchen die sehr viel Zeit. Und durch Abaclick, Abaninja, die ganzen Abacus-Lösungen, haben wir natürlich die Zeit sehr stark reduzieren können.